Oh, ich wollte jetzt eigentlich leveln. Habe ich auch dagegen entschieden. Erstens, weil ihr sowieso dorthin bist. Und zweitens, hier ist doch jemand, der ich studieren kann mit 96% Wahrscheinlichkeit. Das sollte doch hinhauen. Oh. Dankeschön. Ein Minenführer. Ja, du führst du uns durch die schöne Mine, mein Guter. irgendwas im Schatz verfügbar gleich neben ihm. Nehme ich gerne mit. Dankeschön. Aber wie gesagt, wir müssen sowieso hin und Ausrüstung ist eh wichtiger als wie Level. Und generell das Haus an sich, also das Haus Morlock, ist für den jetzigen Zeitpunkt eines der besseren Levelplätze als wie der Gang hier im Westen. Straße zum Haus Morlock. Stufe 17 wird hier mir angegeben. Mhm. Und es gibt hier wahrscheinlich wieder Kisten. Einen Moment bitte. Gut, passt alles. Gut, okay, lass mal sehen. Hier ist noch ein Speicherpunkt und eine Kiste. Ja. Ich wusste, hier irgendwo ist was. Ich wusste nicht mehr genau wo. Naja, von unten komme ich daran. Okay, okay. Gut. Und die altbekannten Gegner sind auch mit dabei. Hallöchen. Autsch. Wenn ihr schon Schaden macht, dann bitte nicht so arg auf Cyrus, bitte. Ja, das wäre sehr, sehr nett. Obwohl die Gegner machen das eh, was sie wollen, ne? Von daher. Ich kann es ihnen schlecht ausreden, dass sie es nicht tun sollen. So, Dresser, hau mal hier alles weg! Dresser! Ja, die Kämpfe dauern ein bisschen. Dann werde ich sie auch öfter hier schneiden, aber immer der Erste sage ich immer, ja, passt schon. Passt schon irgendwie. Autsch. Das kann ich auch. Reicht nicht ganz. Ja, reicht nicht ganz. Gut, Ferion, jetzt darfst du mal ran. Bang, bang, ding, ding. Das sollte also erreichen. Ja. Also Cyrus ist noch immer der Damage-Dealer Nummer 1 der Gruppe. Obwohl Ulbrich kann sehr gut mithalten. Das muss ich ihm lassen. Ich werde hier sehr viele Heilungen brauchen. Also wenn ihr Ophelia mitnehmen mögt, nehmt Alfin mit. Und wenn ihr beide nicht mögt, ja, dann wird es schwierig. Da braucht ihr sehr viele Hide-Items. So, hier sieht es so aus, als wir hätte jemand Pause gemacht. Ist noch ein bisschen Tee übrig für mich. Oder Kaffee. Ich glaube eher nicht. Ja, das mit Leveln geht doch hier ganz flott nebenbei. Da sage ich nichts nein. Und ja, schöne Musik hier im schönen Klippenland. Ich hatte eigentlich Erinnerung, dass es eine andere Musik noch gibt. Aber da war ich wohl in einem anderen Spiel mal wieder im Kopf. Tja, wie kann ich nur? Und ihr habt alle keine magische Schwäche. Läuft! Aber anzünden kann ich euch trotzdem. Zünd sie an, zünd sie an. Und kann ich mal ein bisschen FB geben. Bitte schön, mein lieber Cyrus. Du hast kannst eh nie genug davon. Heißt, du hast gehört. Boing. Also Cyrus ist wirklich der Glaskanone Extremo. Oh, Dresser, gib mal ein bisschen BB guten Cyrus. Damit er schön hier reinpfeffert, wenn er alles niedermetzelt. Also so gesehen, solange man mit Ferion das jetzt nicht boostet, hat man eigentlich endlos viel FP. Weil man kann jetzt die FP ja wieder abgeben. Ja? Problem ist nur, es dauert ein bisschen. Aber theoretisch hat man endlos FP, was ziemlich cool ist. Ja, das war klar, dass das nicht reicht. Das war klar. Bang, bang. Das war knapp. Das war nicht nur knapp, das war sehr knapp. Cyrus, alles Paletti? Ja, gut. Dann passt auf. Ja, ich würde sagen, ein, zwei Kämpfe noch, dann ist Cyrus auch Level up. Huiuiui. Das hat gepfeffert gerade. So, aber Kiste her. So, Ali, wir kommen schon. Es dauert noch ein bisschen. Es ist ein langer Weg zu diesem Häuschen.
Eieiei, zwei Rüstungsfresser auf einmal. Das ist heftig. Seid froh, dass ich für euch die Kämpfe schneiden kann. Weil ein paar dauern wirklich ein bisschen länger. So, Kiste, Kiste. Apropos Kiste. Die sollte ich nicht liegen lassen da hinten. In Soundshot. Ah, jetzt machen wir zuerst das Weiß. Sieht eins nach dem anderen. Ah, Dresser hat bald ihre letzte Fertigkeit. Bald. Aber erstmal angehörte Hilfe erlernen. Bitteschön. Und jetzt ist die letzte Fertigkeit von Dresser aufgedeckt. Befehl ganz Beute. Göttliche Fertigkeit. Was eine göttliche Fertigkeit? Das kann ich euch direkt sagen. Die kann man nur nutzen, wenn man maximalen Boost nutzt. Ansonsten ist das nicht möglich. Also, bei Dresser führt einen nicht-elementaren Angriff auf einen Gegner aus und gewährt Geld gemäß dem zugefügten Schaden. Das heißt, wenn ich einen Schaden mache, mal kriege ich ein Geld, mal 5000 Schaden, kriege ich 5000 Geld. Ist eine ziemlich coole Angelegenheit. Und das letzte ist auch noch FP-Retter. Das wäre für Cyrus sehr geil, aber ich, wie gesagt, ich nutze das mit dem Mischen nicht. Ach, aber kann ich alles haben. Halbiert nämlich den FP-Verbrauch. FP-Retter. Wie gesagt, für Cyrus ist diese Fertigkeit ziemlich... Aber ich kann es nicht haben, also muss ich damit leben. Gut, dann kann man mal ins Haus von Morlock. Jemand zu Hause? Und ja, die Gefahrenstufe ist hier 18. Das heißt, es kommen hier andere Gegner auf uns zu. Und auch ein bisschen stärkere, die auch mehr Erfahrungspunkte geben. Also wenn ihr Erfahrungspunkte braucht, geht lieber in diese Unterdungeon, die ein bisschen höher von der Stufe sind. Vor allem diese Storyhäuser. Die geben euch generell immer mehr Erfahrungspunkte und noch mehr FP. In dem Fall sind es Vögel und Hunde. Hallo, liebe Vögelchen. Bing, bing. Wir müssen schon mit FP angreifen, damit die FP schon bleiben. Aber interessanterweise haben diese Hunde, auch wenn sie rot sind, eine Feuerschwäche. Ihr seid rote Hunde. Ach, oh, Manu. Ich dachte, ihr könnt weglaufen. Ne. Aber seht ihr mal, was passiert, wenn man nichts weglaufen kann. Manu macht so gesehen eine Runde Pause. Dann halt nicht. Da auf die harte Tour. Ihr wollt das so, nicht ich. Jungs. Hat er mir Schaden bestellt? Ja, 158 Erfahrungspunkte, also das ist ordentlich. Und 128 LP. Wie gesagt, diesen Unterdungeons zu den Stories, es lohnt sich dort die LP zu farmen und die Erfahrungspunkte zu leveln. Später gibt es natürlich noch bessere Orte, aber dieser Ort ist einer der noch besseren zurzeit. Und er ist sogar besser als wieder der Gang draußen. Oh, hier ist ein Bild von der Morlock. Und alle wieder Level Up. So schnell geht das jetzt hier. Ja, ist aber nicht umsonst, dass man hier gerade so viele Fangspunkte kriegt. So, hier sieht es so aus, als würde ein Weg gehen, aber da ist nichts. Es gibt nur einen Weg, nämlich da rechts oben. Wie findet ihr die Musik hier in dem Dungeon? Fragt er und kommt instant ein random Kampf. Ich finde die Musik generell hier drinnen chillig und mysteriös zugleich. Die Violine im Hintergrund spielt, oh, hat was. Die hat was. Ob man glaubt oder nicht, aber das Team pfeffert rein. Ja, alle Kisten fürs Erste, hoffe ich mal. Wenn nicht, dann gucke ich ja nochmal nach. Das mache ich generell so oder so. Ich will alles euch zeigen. Und, komme so vor, das ist diese Lampe da am Eingang, direkt die da. Sieht ein bisschen merkwürdig aus, oder? Ach, lassen wir die mal lieber. Hallöchen! Liebe Gegner, wo ich schon fast alle Schwächen aufgedeckt habe. Ja, wenn so viele Gegner kommen, dann passiert das sehr schnell. Und diese Sentinels haben generell alle dieselben Schwächen. Mit ein paar Ausnahmen. Yo! Was ich aber noch nicht kann, ist alle in einer Runde besiegen. Ich hab's versucht. Es geht noch nicht ganz. Eine Runde besiegen heißt so schön, ja, wir kriegen mehr FP und so. Was ziemlich cool ist. Also ich kann es immerhin in zwei Runden besiegen. Yeah!
So, was ist das? Also die Hundegegner sind mir ein bisschen lieber. Die geben ein bisschen mehr Erfahrungspunkte, auch wenn sie ein bisschen mehr aushalten. Ich meine, mit Runden, ja, bin Level 20 fast. Außer Dresser war, über die reden wir gerade nicht. hier ist nix. Ein Raum ohne nix. Wie Sie sehen, sehen Sie nix. Da ist eine Kiste. Kaum sieht man die Kiste, kommen Gegner. Typisch. Ein eiliger Helm. Da gab es sehr viel Tempo, soweit ich mir konnte, ne? Ja, plus 78. Und auch verdammt gut in Verteidigungswerten. Ich bin überlegen, ob ich das Cyrus gebe. Dafür 20 weniger FP. Ich mag's mal. Warum gerade Cyrus? Weil er am wenigsten aushält. Darum. Das Tempo ist nicht so wichtig für ihn, aber das Aushalten. Er hält von allen am wenigsten aus. Und zwar immer. Na gut, man kann es ein bisschen drehen. Aber dazu, wenn es weit ist. Das wird auch noch ein bisschen dauern, bis ich das nutze. So, ihr lieben Gegnerchen. Ich will euch alle hier nicht sehen. Also verzieht euch wieder ganz schnell. Ah, keine Blitzschwäche. Dann vielleicht eine Sturmschwäche. Passat, Sturm! Yep. Aber wenn die Gegner so Sturm und so heißen, haben sie eine von den beiden Schwächen. Blitz oder Sturm? Autsch. Das hat wehgetan. Wenn ich normal machen, ja? Das war nicht sehr nett. Und so gehen gerade alle Kämpfe. Ziemlich flott. Ziemlich flott und putzig. Das war nicht heißt, dass hier nichts Gefährliches hier drin ist. Ich glaube, es gibt hier einen seltenen Gegner, der ist sogar gefährlich. Okay, hier ist eine Kiste noch. Nehme ich mit. Und bevor ich weitergehe, einmal bitte speichern. So, bereit? Nicht ganz. Nicht ganz. So, es kann losgehen. Da fragt man einmal bereit ist und schon kommt der random Kampf. Ha, es läuft so, Ali, ich bin schon da. Omar. Omar, wie sieht das mit den Kassen aus? Hi. Sie sind überfüllt wie immer, Herr. Überfüllt. Und mit diesem Stein erwarte ich sogar noch höhere Gewinner. Also, wenn ich schon reich genug wäre, erweist sich dieser schmutzige Stein plötzlich als wertvoller als Gold. Ja, Angebot und Nachfrage, wenn der Gold da ist, Inflation und so, ne? Aber lass wir das lieber. Diese Steine gehören uns. Oh, vielleicht hat Oma deinen Kopf ein wenig zu hart durchgeschüttelt. Ich möchte dich daran erinnern, dass dieses Land vollständig mir gehört. Selbst wenn ein kleiner Ameis wie du etwas ausgraben, dann gehört das mir. Du sollst mich nicht zu deinem Feind machen. Ich kann ungezüngt für dich unter meiner Schuhsohle zerquetschen. Von der Mine bis zu den Steinen, meine Gewinne werden weiter wachsen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis ich der vermögende Mann im Reich bin. Da habe ich was mit zu reden. Toresa. Oh, Kimika. Wasch noch da der Hatarakinata, ne? Soreva Okotovario. Mahlzeit. Naja, nicht abgeneigt, aber nicht so wie du. Hat
頭の固い元地主を力ずくで追い出した。おかげで今はわしが地主だ。土地も人の心も金次第。金で動かぬものはない。Es gibt etwas, das du nicht mit Geld kaufen kannst, mein Gut, aber ich glaube, das sang ihm lieber nicht. いつ父親と同じペテンを働くかもわからんからな。Was? やめろ。そいつの父親は南の方じゃ有名なペテン師でな。あることないこと言いふらし、大金を手にした商人だ。だが、最後は自分が欺かれた。友人の借金を背負って破産したそうだ。ゴリ。商売にとって情ほど目を曇らせるものはない。Irgendwie ist das aber auch traurig, dein Satz, mein Guter.バカな男だ。もっぺん言ってみろ。俺の親父を侮辱するなよ。親父は人を騙してなんかいない。親父の言葉はいつだってお客を幸せにしてきたんだ。何度でも言ってやる。お前の父親は負け犬だ。この世界じゃ儲けたものが正義だ。分かったか、この二流め。くそ。わしの下で働く気がないなら、どこかへ売り飛ばすか。Du bist meiner. Morok-san. Anata no kotoba ni wa skoshi mo kyoukan dekinai wa. Ikura ogane mochi da kara tte hito o baka ni suru kenri wa nai wa. あなたの方じゃない。金鉱石を安く買い叩いて不当に利益を独り占めして、そうは問屋が下ろさないわよ。うるさい小娘だ。オマール、黙らせる。ダガオ、金の力を思い知るがいい。Und du kennst die Macht, meine Moral! Oh, ich werde nicht viel reden, weil dieser Kampf ist nicht ohne. Also lädt euch zurück und genießt sie! Magic ist die Liebe. マジックスティールだ。さあ、どう？狂乱よ。
さてと、こいつは効くぜ。行くぞ。覚悟はいい。ここからよ。幸運の風よ。やれよ。本気を出そうか。雷鳴よ。轟き響け。 やれるものか。なの。私の番。これを。なの。狂乱よ。巻き起これ。さてと。 マジックスティングだ。行くよ。当たらないよ。集中していこう。狂乱よ。巻き起これ。 マジックスピードだ。よっしゃ。こいつは効くぜ。狂乱よ。巻き起これ。マジックスピードだ。
しよう。さあ、どうする？よっしゃ、よし、さあ行くぞ。マジックスティールだ。集中していこう。いい風吹いてる。聞くぜ、こいつは聞くぜ。ほらよ、マジックスピードだ。さあどう？はっ！よし、いい風吹いてる。ライフスティールだ。よっしゃ、こいつは効くぜ。さあどうする？さあどう出る？と上がってきな。ほらよ、上がってきな。ひんやりするぜ。さあ、あっ、狂乱よ、巻き起これ。守りがバラード。いや、そこからよ。いい風見てる。本気を出す。狂乱よ、巻き起これ。さあどうする？これを。よし、やってやるぜ。おりゃ、なかなか考えがいがある。えっ、いくよ。やっ、マジックスピードだ。さてと、ひんやりするぜ。マジックスピードだ。ah, ist wieder Kameraden gerufen.Ich wusste, das kommt wieder. Okay, der ist als erster dran. Misch mir. Dankeschön. Ich bin nicht so schnell weg, so es geht, wir weg haben. Hui! Das war der Große. Und jetzt euch zu euch, ihr kleinen Kram. Interessant, dass man die Kleine auch noch besuchen muss, obwohl der Große schon weg ist. Und ja, ich kann nochmal Geld stehlen. Oder auch nicht. 10% Wahrscheinlichkeit des Grüßen. Dank. Meine Güte, der hat mehr aus, als man denkt. Tschüss dich! Aber unterschätzt den Oma nicht. Sein Angriff mit seinem Geldwert ist heftig. Lass es bloß nicht dazu kommen. Und bekommt auch Omas Axt. Ist auch nicht schlecht. Dankeschön für den Kampf. Bagana. Oma, nach allem, was ich in dich investiert habe.
Tja, Geld macht ihn nicht stärker, mein Guter. Und jetzt entschuldigt euch bei Ali für das, was ihr für seinen Vater gesagt habt. Schnabel. Und? Das war laut. Ich nehme alles zurück. Jedes Wort. Gut. Ich gehe davon aus, dass ihr die Stadt nun verlassen und wieder zurückkehren werdet. Die Stadt verlassen, aber ich... Einen guten Händler macht aus, eben den richtigen Zeitpunkt zu kennen. Man muss wissen, wann man nur noch Verluste einfährt. Oder hat er noch nie von irreversiblen Kosten gehört? Der Rest dreht auf. Falls er bleiben sollte, sehe ich groß Unglück für ihre Zukunft voraus. Komm aber, auf uns warten bessere Möglichkeiten. Und kommt nie wieder. Auf immer Wiedersehen. Problem ist nur, der hat wahrscheinlich sein ganzes Geld mitgehen lassen. Und mit Geld kann man sehr viel Unfug anstellen. Das sollte man nicht unterschätzen. Jetzt müssen wir eine rechtschaffene Person finden, die diese Stadt anführen kann. ができちまったな。商人の世界じゃ借りっぱなしは許されない。いつか必ず返す。楽しみにしておくわ。あいつが言ってた通り、俺の親父はペテン師って言われてた。 親父の詳細に嫉妬した同業者が言いふらしたんだ。親父が友人に騙され、多額の借金を抱えてるのも本当だ。でも俺は親父が教えてくれたことを信じて、言葉がお客を幸せにするって。親父のやり方で稼いで、 いつか大金を持って帰るんだ。なあ、大競売って知ってるか？港町グランポートで開かれる商人の祭典さ。世界中のお宝が集まって、各国の富豪やらお偉いさんがやってくる。 そこで手に入らないものはないって言われるほどなんだぜ。俺はそれに出るのを目指してる。大競売で名が知れたら誰もが認める一人前の商人だからな。大競売。 私も目指すわ、それ。<笑>言うと思ったぜ。<笑>私も一人前の商人になりたいもの。<笑>いい目標ができたわ。言っとくが、半端なお宝じゃ門前払いになるぜ。望むところよ。 素敵なお宝を見つけていくわ。<笑>じゃあまた競争だな。次に会う時はお前を顎で使うぐらいの大商人になったらぜ。<笑>顎で使われるのはどっちかしらね。<笑>ちっとは口が達者になったな。 じゃあな、燃やし女。これが商人アリーとの出会いでした。最初はただの嫌な奴だと思っていたんだけど。
ライバルと思ってる。出会いってわからないものね。ともかく大競売という新しい目標ができた私は、手記の足跡を追ってビクターフォローへ向かうことにしました。大競売に出品するとっておきのお宝を探すために。Ja. Und das letzte Reichgewinkel. Wahrscheinlich. Torsa! Ach toll, ist das nicht nett? Was ist nett? So einen Kumpel zu gewinnen. Kumpel? Damit meint er sicher doch nicht mein Erzrivalen Ali. Ha, wer soll sich sonst meinen? Sicher seid nicht in meiner Meinung. Und es geht los. Und ja, ein schlechter Start mit einem kleinen Streit, ich verstehe schon. Aber ihr lebt beide vom selben Geschäft und das Unglück eintrifft auf den anderen. Wenn das keine Grundlage für eine Freundschaft ist, dann weiß ich auch nicht. Das Versprechen einem treuen Freund gegenüber ist so wichtig wie das Leben selbst. Merkt euch das, Stress. Ich werde versuchen, daran zu denken. Sie hat kein einziges Wort zugehört. Gut. Kurz mal kurz rausgehen. Ich würde sagen, bevor ich jetzt aufgehe zum nächsten Kapitel, das mit Cyrus ist, wer hat das gedacht, gehe ich mal diese Kiste in der Pfeifhöhle holen, bevor ich es wieder vergesse.